Hallo, in diesem Video von Visual Basic 2008 möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie mehrere Controls in ein Array zusammenfassen können, und zwar Controls, die schon auf dem Formular bestehen, um diese Controls dann am Ende sehr viel einfacher ansprechen zu können. Ein Array und Controls haben wir schon in einem anderen Video auf sempervideo.de gezeigt, allerdings bestanden diese Controls noch nicht, die wurden zur Laufzeit erstellt, die wir jetzt hier haben, die sind schon erstellt. Und zwar geht es sich hier um Picture Controls. Ich habe hier 20 davon auf meinem Formular. Ich habe hier einen Button, da klicke ich drauf, und in dem Moment, wo da drauf geklickt wird, wird eine Zufallszahl über die Random-Funktion erstellt. Und diese Zufallszahl, die wandert in die Textbox 1. Mehr passiert da derzeit noch nicht, das ist schon vorbereitet. Starten wir die Anwendung ganz kurz. Ich drücke drauf und schon landen da die entsprechenden Zufallszahlen. Die höchste Zufallszahl, die kommen kann, ist die 20. Das ist alles hier entsprechend definiert, von 1 bis 21, wobei die letzte Zahl, die definiert wird, ja nicht vorkommt, also deswegen effektiv von 1 bis 20, weil ich eben auch 20 Pictureboxen habe. Sinn dieser Anwendung soll sein, dass nachdem die entsprechende Zufallszahl ermittelt wurde, soll jede Picturebox, die kleiner ist oder gleich groß ist wie diese Zahl, entsprechend blau gefärbt werden oder ebenfalls größer weiß gefärbt werden. Das heißt, hier landet eine 10 per Zufall drin. Wir haben 20 Boxen in zwei 10er-Reihen. Also wird die obere Reihe blau gefärbt und die untere Reihe soll weiß gefärbt werden. Ist eine Art Spiel. Für die meisten wahrscheinlich nicht wirklich wichtig. Gut, also, wenn wir das nicht über ein Array realisieren würden, würden wir wahrscheinlich dazu gezwungen sein, jede Picturebox einzeln abzufragen, um dann zu fragen, wie sieht's aus? Welche Nummer bist du? Picturebox 1, du bist kleiner als hier die Zufallszahl, die 10 ist, also dann mal dich mal blau und so weiter und so fort. Und das wäre natürlich schon ziemlich aufwendig und deswegen realisieren wir das besser über ein Control. Also tippen wir dim group, den Namen, den können wir natürlich frei wählen, as picturebox gleich new picturebox, Klammer auf, Klammer zu. Und jetzt geschwungene Klammer auf. Und jetzt werden die ganzen Picture-Boxen definiert, die in diesem Array namens Group vorhanden sein sollen. Also me Picture Box 1, Komma und dann Strich unten, weil ich jetzt in eine neue Zeile gehe. Haben wir alles schon im anderen Video gezeigt. Jetzt kopiere ich mir das hier mal gerade. Weil das nämlich jetzt leichter ist, wenn ich das 20 mal paste und nur die Ziffer verändere. 2, 3, 4. Na, 15 hat noch nicht gereicht, fehlen noch 5. 16, 17, 18, 19, 20. Allerdings dann kein Komma mehr, sondern dann die geschwungene Klammer wieder zu. So, damit haben wir unser Array abgeschlossen und wir haben jetzt gesagt, dass diese Controls in diesem Array platziert werden sollen. Dabei bekommt jedes Control, das wir in dieses Array schieben, eine Nummer, eine Array-Nummer. Die beginnt allerdings nicht mit 1, die beginnt mit 0. Das heißt, das erste Control ist Picturebox 1 und das ist die Array-Nummer 0. Das ist ein bisschen tricky, da muss man, sage ich jetzt mal, seine Sinne zusammenhalten, um da nicht durcheinander zu kommen, sonst spricht man nämlich, wenn man die Array Nummer 1 nimmt und glaubt, man spricht Picturebox 1 an, dann hat man schon den ersten Fehler, denn in Wirklichkeit spricht man Picturebox 2 an. So, fangen wir also als nächstes an mit unserer For-Next-Schleife. For i gleich 0 to 20 minus 1. Normalerweise würden wir ja Picture-Boxen 1 bis 20 ansprechen, aber wie gerade gesagt, wir dürfen ja jetzt nicht mehr die Picture-Boxen ansprechen, wir müssen jetzt hier die Array-Elemente ansprechen und die sind eben nummeriert von 0 bis 19.
Ich könnte natürlich jetzt auch 0 bis 19 hinschreiben, allerdings würde mich dann das wieder ein bisschen durcheinander bringen, weil ich dann dauernd nur die 19 sehen würde und denken würde, ich habe aber 20 Elemente oder Controls, also irgendwo ist da ein Fehler und deswegen sage ich einfach, lasse ich ihn rechnen, 20 minus 1, so sehe ich, ich hatte die richtige Zahl und die 1 erinnert mich daran, dass wir hier mit 0 beginnen. If i kleiner gleich Wert, das ist ja die Zufallszahl, die von oben reinkommt, minus 1, oben kommt ja eventuell auch maximal die 20 an, aber die 20 können wir nicht mehr gebrauchen, denn auch hier müssen wir um eine Nummer runterrechnen, dann else and if und jetzt hier group i und hier ist jetzt eben das i, weil wir eben das Element in dem Array ansprechen. Back color gleich color.blue. Und wenn das eben größer ist, dann eben color.white. So, testen wir das Ganze, starten wir die Anwendung. Ich klicke auf den Button, ich bekomme direkt eine 16 und natürlich sofort werden die entsprechenden Boxen gefärbt und das halt mit relativ wenig Code, weswegen die Geschichte, das Ganze über ein Array abzuwickeln, sehr sinnvoll ist. Soweit, so gut. Kommen wir als nächstes zu einem Punkt, für den sich ebenfalls Array sehr günstig einsetzen lassen oder ein weiterer sehr großer Vorteil. Hier hatten wir ja jetzt unsere 20 Picture-Boxen und die haben natürlich die Eigenschaft, dass sie alles Picture-Boxen sind. So, Arrays vertragen allerdings wesentlich mehr. Ich nehme jetzt hier mal den Button 2, dann nehme ich eine Checkbox, ein Label und als letztes den Radio-Button. So, die habe ich jetzt mal alle untereinander platziert. Ich schaue mal, ob ich das ein bisschen cleverer hinkriege, dass man das was besser sehen kann, indem ich einfach die Font-Eigenschaft auf, machen wir 13. So, müssen wir das was größer setzen, damit wir das jetzt hier überall lesen können. Okay, jetzt haben wir also vier verschiedene Controls und auch die können wir in einem Array zusammenfassen, grundsätzlich auf dieselbe Art. Gehen wir nochmal gerade in den Code rein. Jetzt kommen hier natürlich gleich jede Menge Fehlermeldungen, dadurch, weil Visual Basic gerade erkannt hat, dass das so nicht richtig ist. Also was hatten wir? Text Box 2. Ne, hatten wir gar nicht. Wir hatten Button 2. Checkbox 1. Label 1 und Radio Button. Ist das Radio Button 1 oder ist das Radio Button? Radio Button 1. Okay. Den Rest nehmen wir natürlich raus. So, wir haben natürlich immer noch jede Menge Fehler drin, denn die Controls, die wir ja jetzt in unser Array schieben wollen, die haben nun mal den Nachteil, dass sie keine Picture-Boxen sind. Also müssen wir das hier auch noch entsprechend entfernen und da einfach Control hinschreiben. Also ich möchte jetzt ein Array haben, das aus Controls besteht. Also sehr viel freier. Ich hätte wahrscheinlich auch Controls gerade bei den Picture-Boxen nehmen können. Allerdings muss ich mich natürlich jetzt hier darauf beschränken, dass wenn ich jetzt Eigenschaften von diesen Controls anspreche, dass das natürlich auch Eigenschaften sind, die in jedem Control vorhanden sind. Und da ziele ich natürlich jetzt ganz klar auf die Texteigenschaft an, die jedes dieser Controls besitzt. Das heißt, ich werde jetzt einfach den Text verändern. Ich könnte jetzt nicht sagen, dass jedes Control in diesem Array die Checkbox gesetzt haben sollte, denn wenn ich das so machen würde, wird natürlich direkt bei dem Button 2 die Fehlermeldung kommen von wegen hier, Moment mal, der hat überhaupt keinen Check-Button, da kannst du also auch nichts setzen. So, jetzt von 1 bis 4, ich habe glaube ich 4 Controls gehabt, das if nehmen wir natürlich jetzt raus
und setzen wieder Group i Punkt Text gleich, da setze ich jetzt einfach mal Nummer und i toString hin. Das heißt, das wird jetzt einfach nur durchnummeriert. Machen wir es uns mal einfach. Sollte funktionieren. Starten wir das Ganze. Bis auf die Tatsache, dass der eventuell jetzt eine Zufallszahl... Ach nee, das interessiert ja nicht mehr. Ich habe mich jetzt gerade selber vertan. Ich dachte, die Zufallszahl wird ja immer noch generiert. Die landet auch hier drin. Aber bei der For-Next-Schleife interessiert es keinen, weil da läuft es durch von 1 bis 4, hatten wir gesagt. Klicken wir also drauf. 0, 1, 2, 3 hat funktioniert. Auch wenn jetzt hier die 19 nochmal ermittelt wurde, aber das war ja aus dem ersten Teil. Also, zwei Vorteile. Zum einen, wir können Controls ansprechen, die schon auf unserem Formular drauf sind. Und der zweite große Vorteil, wir können auch Controls in einem Array ansprechen, die gar nicht von selber Gattung sind. Okay,